Ja, schönen guten Abend. Wir kommen heute zu einem neuen Thema. Und zwar werden wir in Technologie und Planung jetzt etwas Zeit in die Systemprogrammierung investieren oder in eine systemnahe oder betriebssystemnahe Programmierung. Also, Systemprogrammierung ist also keine Programmierung, wie ihr sie in Informatik lernt. Also in Informatik, da geht es ja Anwendungen programmieren, gell? Da ist wichtig, eine Oberfläche zu haben, gell? Und ja, und der Benutzer, das Ziel, gell, ist irgendeine Aufgabe, und der Benutzer, der sitzt einen halben Meter vor der Tastatur, gell? Und ja, im Gegensatz zu dieser Anwendungsprogrammierung, die ihr aus der Informatik kennt, ist die Systemprogrammierung eben eine Programmierung, wo eine Software zum Betrieb eines Systems entwickelt wird, gell? Also die Aufgabe ist keine Anwendung, die ja, zum Beispiel einer ja, Verwaltungsnatur sein kann, oder kaufmännische Sachen oder auch technische Probleme, die man eben programmiert, gell? Sondern Systemprogrammierung, das sind Programme für den Betrieb des Rechners, gell? Und die arbeiten häufig sehr eng auch mit dem Betriebssystem zusammen. Und ja, und das ist eigentlich dann eine eigene Klasse von Programmierung. Und es gibt auch Leute, die als Beruf Systemprogrammierer sind, gell? Also die machen da nicht Dinge mit Oberflächen oder Sachen, die ja zum Beispiel, es gibt dann App-Programmierer für mobile Geräte, gell? Oder es gibt Web-Programmierer, die fürs Internet entwickeln, gell? Nein, die Systemprogrammierer, die entwickeln Dinge, um einen Betrieb aufrechtzuerhalten, gell? Also ein System, ein Computersystem aufrechtzuerhalten, gell? Ist häufig sehr eng damit verbunden, auch mit dem Netz des Computers, gell? Also ein Computer oder auch das Netz. Und ja, für wen wird das gemacht? Also es wird eigentlich gemacht, um dann ganz unsichtbar die Funktionen zu unterstützen, zu implementieren, gell? Oder auch für die Administration, für die Verwaltung des Netzes, des Computers, gell? Und was könnten da so Aufgaben sein, gell? Es könnte sein, dass wir eine Lösung, gell, so für Backup und Restore programmieren, das ist eine ganz typische Aufgabe, gell? Oder etwas Wichtiges in der Schule, da haben wir ja viele Benutzer, die wir im September in Betrieb nehmen müssen, gell? Und ja, die müssen alle der richtigen Klasse zugeordnet sein. Und ja, und bis zum ersten Schultag, gell, da gibt es so Wanderschaften, gell? Der eine wandert von dieser Klasse in die anderen und dann wieder zurück, gell? Und dann, ja, und dann, ja, und das lieben die Leute, die Benutzer einrichten, gell? Sie sollten dann möglichst am ersten Schultag alles eingerichtet haben, und bis zum ersten Schultag weiß man dann nicht, wer wo sitzt, gell? Und ja, deshalb machen sie das dann mit einer Software, gell? Also nicht händisch, sondern mit einer Software, gell? Oder Backup läuft die Nacht, gell? Also da sitzt dann niemand in der Schule, gell? Der dann dort Backup macht die Nacht, gell? Also ja, wir könnten ja mal jemand einsperren, gell? Also der macht dann die Backup-Schicht, die Nachtschicht, gell? Wo er dann die Backups macht. Und ja, ist zwar langweilig, gell? Aber das wäre eine Lösung, gell? Und ja, das sind so Aufgaben, gell, für die Systemprogrammierer, gell, und die machen dann solche Sachen. Oder ja, es gibt vielleicht Programme, die irgendwo immer Müll hinterlassen. Ja, da macht man einfach dann eine Lösung. Die Nacht wird da aufgeräumt, gell? Das ist Systemprogrammierung, gell? Ja, und da zur Systemprogrammierung, da ja, das haben sie auch unter Wikipedia was geschrieben, gell? Und ja, da sind sie sich nicht einig, gell? Da sind seit Jahren da so Balken, wo sie schimpfen, dass der Artikel da nicht gut ist und so, gell? Also, ja, gell? Aber trotzdem steht was Interessantes drinnen. Aber, sie sind da sehr eng, schränken das mit Systemprogrammierung sehr ein und sagen eben, als Systemprogrammierung bezeichnet man das Erstellen von Systemkomponenten, die Teil des Betriebssystems sind oder eng mit dem Betriebssystem und der darunterliegenden Hardware kommunizieren müssen. Gell? Okay? Also das ist da sehr, sehr eng definiert, entweder Teil des Betriebssystems oder eben mit der Hardware dann kommunizieren, die darunter liegt, oder eben sehr eng mit dem Betriebssystem zusammenarbeiten müssen. Gell?
Und ich sage eben, das Ziel, gell, ist dann eben ein ja, administratives und nicht die Anwendung. Gell. Da grenzen wir uns da stark ab davon. Gell. Ja, die Frage ist jetzt, ja, wie macht man das? Wie tun wir das? Was hilft uns dabei? Gell? Und ja, da gibt es jetzt mehrere Dinge, die uns dabei helfen. Gell? Und wenn man da ein bisschen schaut, gell, da hängt es ein bisschen vom Betriebssystem ab. Und ja, beim Betriebssystem, da kann man mal zurückgehen, gell, gehen wir da mal, da steht eben, ja, BIOS Interrupt Call steht da drauf, gell, das klingt schon sehr wild, gell. Ja, das BIOS, das ist wirklich das BIOS, gell, das wir also bis vor ein paar Jahren auf allen Rechnern hatten. Und ja, dieses BIOS, gell, also ja, es hat ursprünglich, war das sehr, sehr eng mit MS-DOS ja, verknüpft, gell. Und man konnte da so, ja, so Systemaufrufe machen, und das war so Software-Interrupts, gell? Und ja, und damit hat man also die Möglichkeit gehabt, ja, Dinge des Systems zu benutzen, gell? Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen runter, da haben Sie ein Beispiel drinnen, gell? Ja, wir hatten das, machen wir das ein bisschen größer da so, okay? Und wir hatten das ausgeschaut da, gell? Ja, das hat so ausgeschaut, gell? Also da hat man zuerst mal ja, die Register füllen müssen, gell, das war eben die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist über die Register gelaufen, gell. Und dann hat man einen Aufruf gemacht, gell. In dem Fall hat das etwas ja, mit dem Bildschirm, mit dem Video zu tun gehabt, mit der Grafik, gell. Ja, so schön war das, gell. Ja, voll Teufel, da der Bayer sagen, gell. Okay, ja, also, so hat man das eben gemacht, also systemnahe Programmierung zu DOS-Zeiten, gell. Und ja, also kein Wunder, gell, also dass die Microsoft das MS-DOS dann aufgegeben hat, gell, aus irgendeinem Grund wird es schon geben, gell. Und ja, warum hat denn das überhaupt funktioniert, gell? Funktioniert hat das, gell, weil die IBM vorher, die hat das Buch geschrieben, gell, und im Buch, da haben sie Dinge festgeschrieben. Da haben sie festgeschrieben, was die Adressen sind, was die Interrupts sind, gell? Und diese Dinge, die eben hier aufgerufen werden, die hat die IBM festgeschrieben, gell? Das war eben die Definition des IBM-PCs. Und ja, das war der Ursprung dessen, was also unsere PCs geworden sind. Und so hat man das programmiert dann, gell? Ah, cool. Ja, es hat eine andere Tradition gegeben, die war eigentlich älter. Und das war die gewinnende, gell? Und das war eben das, was aus dem Unix-Bereich kommt. Gell? Aus dem Unix-Bereich haben sie nicht gesagt, nein, nein, wir müssen die ganzen Adressen da definieren, und wir müssen da die ganzen Ports definieren, gell? Und wir müssen da die ganzen, ja, wir müssen das alles genauso definieren auf Hardware-Ebene. Nein, nein, nein. Die haben da gesagt, das machen wir ganz anders. Gell? Also bei Unix haben sie gesagt, wir stellen Bibliotheken zur Verfügung. Und wir standardisieren nicht die Hardware darunter, sondern wir standardisieren die Bibliotheksaufrufe. Und ja, da haben sich dann mehrere Standards gebildet, und eigentlich so ja, einer der letzten großen, das ist dieser POSIX-Standard, gell? Also dieser Portable Operating System Interface, gell? Das ist kein Betriebssystem. Das ist aber ein Standard, der eben Programmierschnittstellen da definiert, gell? Und das ist wichtig, gell? Weil wenn wir ein Betriebssystem programmieren, dann wissen wir, aha, wenn wir POSIX eben zur Verfügung stellen, dann müssen wir diese Schnittstellen zur Verfügung stellen. Und wenn ein Systemprogrammierer etwas in einem POSIX-kompatiblen System programmieren will, ja, dann kann er hergehen und er kann diese definierten Schnittstellen verwenden, gell? Das ist die Idee, die eigentlich hinter Unix gestanden ist, gell? Also man geht her und macht einen Standard, gell? Nicht einen Standard, wie die IBM auf Hardware-Ebene gemacht hat, nein, Standard auf Software-Ebene, gell? Also da ist man dann viel abstrakter, und drunter kann man dann was Neues machen. Und so ist möglich, dass eben dieses Unix nach 50 Jahren sich immer wieder neu erfindet, gell? Aber so bestimmte Systemaufrufe, gell, die sind eben geblieben, gell? Und das Interessante ist, dass es ganz viele Betriebssysteme gibt, die eben BASIX-konform sind, gell? Also da gibt es ganz viele, gell? Und da gibt es eben solche, die sind vollständig BASIX-konform, und andere, die sind es halt so ein bisschen, gell? Und so ein bisschen, das ist dann auch
Ja, unser Linux, das ist so ein bisschen BASIX-konform, gell? Und es hat sich aber einen eigenen Standard dann definiert, gell? Oder jetzt können wir mal schauen, ob wir Windows da finden, gell? Also Windows, gell? Und da steht eben, gell, der NT-Kernel von Windows bei Benutzung von Microsoft Windows Service of Unix und so, da haben wir das da drinnen, gell? Aber naja, also Microsoft, gell, man kocht da schon so ein bisschen eine eigene Suppe, gell, also das. Und ja, auf jeden Fall, das ist wichtig, gell. Bei Microsoft, da gibt es auch solche Aufrufe von Bibliotheksfunktionen und die nennen sie WinAPIs, gell. Und die WinAPIs, das ist dann die Schnittstelle zum Microsoft-Betriebssystem, gell. Und ja, da werden wir mal schauen, da haben wir die 16-Bit, 32-Bit und so weiter, 64-Bit und dann nochmal, ja, da gibt es alles Mögliche, gell. Also böse Zungen sagen ja, gell, dass die Microsoft, gell, das da immer wieder mal ein bisschen abändert, dass es den Programmierern nicht langweilig wird, gell. Also das, ja, kann sein, ich weiß es nicht, gell. Okay. Ja, wie programmieren wir das jetzt, gell? Ja, wenn wir da mal schauen, also das mit diesen DOS-Zeugs da, diese BIOS-Aufrufe und diese Interrupt-Calls da, diese Software-Interrupts, gell, da ist die natürliche Sprache dafür eigentlich der Assembler, gell, dafür ist gedacht. Man kann das auch in C oder ja, auch in Pascal kann man das aufrufen, gell, also da gibt es die Funktionen dafür, gell, aber eben die Gedanken, die dahinter sind, dass man da Register füllt und dann irgendwo so, so Interrupts da synchron aufruft und so, das ist eigentlich ein Assembler-Gedanke, gell, also auch wenn man es in C oder in Pascal dann machen kann, gell, aber der Gedanke darunter ist ein Assembler-Gedanke. So, wenn wir jetzt zurückgehen zu unseren BASIX-Funktionen, das sind Funktionen, die wir aufrufen. Und die natürliche Sprache für solche Funktionen, das ist eigentlich dann C oder C++. Gell? Also C oder C++, das sind die natürlichen Sprachen für eine Systemprogrammierung unter Microsoft Windows oder eben auch unter Unix oder Unix-ähnlichen Systemen. Gell? Und ja, das ist eben ein Aspekt, gell? Also eine Programmiersprache, die eigentlich der Natur des Betriebssystems entspricht. Gell? Also DOS ist ja so ja, vollständig eigentlich in Assembler entstanden und entsprechend, wenn man also die Schnittstelle des Aufrufs anschaut, gell, dann ist diese Schnittstelle eine Assembler-Schnittstelle. Und ja, und das ist die natürliche Sprache dazu, gell? Kann man aber auch in C programmieren. Hingegen unter Unix oder Microsoft Windows, gell, ist die natürliche Sprache für eine systemnahe Programmierung eben ein C oder C++. Gell? So, was jetzt noch zu sagen ist, gell, man muss ja nicht unbedingt eine Hochsprache einsetzen, um systemnahe Programmierung zu machen. Gell? Ganz viele Aufgaben werden da eigentlich in Skripts geschrieben. Gell? Und in Skripts haben wir ja solche Skripts, gell, also Shell-Skripts, wie man sie nennen kann. Und in der Shell haben wir ja schon gearbeitet. Skripts haben wir noch keine gemacht. Das werden wir dann heuer gegen Ende des Jahres dann noch machen. Gell. Also das eine ist mit Skripts, gell. Das gibt es unter ja, Unix oder Unix-ähnliche Systeme, genauso wie unter DOS hat es das gegeben und genauso wie unter Microsoft Windows. Gell. Da gibt es überall die Skriptsprache in der Shell, gell. Also Shell-Skripts. Und es gibt dann noch eine systemnahe Programmierung mit anderen Skriptsprachen. Gell? Also es gibt ja, Tools und Werkzeuge, die bestimmte Sachen machen, die nicht mit einer Shell-Skript erstellt worden sind, sondern in einer anderen Skriptsprache. Gell? Und ja, da gibt es vielleicht alles Mögliche, aber so also als Beispiel Python zum Beispiel oder früher, heute ist ein bisschen vergessen, früher Perl. Also das sind so zwei Beispiele. Ja, manche listen da auch so Web-Programmiersprachen da auf, gell? Also so serverseitige Web-Programmiersprachen, muss man ein bisschen aufpassen. Also man könnte mit PHP auch ja, systemnahe Programmierung machen, aber eigentlich macht man da mehr serverseitige oder fast ausschließlich serverseitige Web-Programmierung dann, gell? Ja. Und das sind so wichtige Aspekte. Wir werden eben in nächster Zeit etwas damit spielen. Wir werden im
Bereich eben dieser Basisfunktionen uns bewegen und wir werden ein paar Eigenschaften dann des Betriebssystems da kennenlernen. Gell? Also da geht es, ja, am Anfang werden wir uns mit Prozessen beschäftigen, gell? Da wird es so ein bisschen darum, ja, ums Kinderkriegen gehen, gell? Also schon bei Prozessen, gell? Also Kindprozesse erstellen, sie überwachen und so, gell? Also das sind so Sachen, die man mit diesen Sachen machen kann, die also nicht Teil der Programmiersprache sind, sondern Teil der Bibliotheken, die uns zur Verfügung stehen. Gell? Und ja, damit werden wir beginnen dann. Und am Ende des Jahres werden wir dann ein paar Shell-Skripts dann schreiben. Gell? Das ist, ja, so war uns der Virus das noch erlaubt. Gell? Mhm. Ja, das sind die Aspekte, die uns in nächster Zeit dann eben verfolgen werden. Da werden wir auch einiges programmieren. Und eben dann eben viel Labor da machen in dem Bereich, gell?